In diesem Video lernt ihr die psychologisch so wichtigen Phasen eines Marktzyklus kennen. Ich werde euch einige wichtige Tipps in Bezug auf das Volumenprofil und die vorhandenen Marktphasen geben. Und ich werde euch genauer erläutern, warum ich mittlerweile glaube, dass der Bitcoin-Bärenmarkt zu Ende ist und wir 2020 ein neues All-Time-High sehen werden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ich kann euch schon vorab versprechen, dass es in diesem Video nicht um dieses schon x-mal gezeigte Halving-Bild geht, wo eben das neue All-Time-High prognostiziert wird. Meine Analyse dazu ist relativ individuell und beschränkt sich auf verschiedene Marktphasen und eben mit Hinblick auf eine sehr, sehr offensichtlichen Akkumulationsphase. Wie sich das Ganze genau aussieht, schauen wir uns jetzt an. Wir werden uns in diesem Video gezielt auf die Akkumulations- und Distributionsphase fokussieren. Das sind gezielt die zwei wichtigsten Phasen in einem kompletten Marktzyklus. Ich habe mich dennoch entschlossen, einen kompletten Marktzyklus für euch einzuzeichnen, nur damit ihr das Ganze auch visuell schöner aufbereitet seht. Und wir starten jetzt auch hier mit einer Analyse eines kompletten Marktzyklus. Ich habe mich jetzt dafür entschlossen, den Goldchart dafür zu nehmen, den Goldbullenmarkt, der im Jahr 2007 begonnen hat, da es hier einfach ja sehr, sehr schön aufzubereiten war und wirklich sehr klar die einzelnen Phasen erkennbar waren. Für uns am wichtigsten in diesem Video werden aber die Akkumulationsphase und die Distributionsphase sein. Das heißt, wir werden uns nur sehr kurz auf diesem Chart aufhalten. Was ihr generell wissen müsst, ein Bullmarkt startet mit einer Akkumulationsphase und endet mit einer Distributionsphase. Die Akkumulationsphase seht ihr unten links im Bild und äußert sich ziemlich oft in einem Art Range-Markt. Das heißt, wir haben weder einen Uptrend noch einen Downtrend, in dem extrem viel Volumen gehandelt wird. Und Volumen ist hier auch das entscheidende Stichpunkt, was ihr euch auch für später merken müsst. Ihr seht hier ein Volumenprofil. Ein Volumenprofil zeigt euch konkret das Volumen, das gehandelte Volumen einer Range an und ihr seht anhand den Säulen, wo dann am meisten Volumen bewegt wurde. Wo die Säulen gering sind, wurde logischerweise wenig Volumen getradet und wo die Säulen am höchsten sind, wurde am meisten Volumen in dieser Range getradet. Die rotstrichierte Linie markiert den Point of Control und dieser Punkt ist eben der Punkt des meisten Volumens, wie der Name auch schon sagt, der Point of Control. Und man sieht hier auch schön am Goldchart und was auch sehr, sehr oft in anderen Märkten passiert, wie der Preis gezielt zu diesem Punkt zurückzieht, wo eben das meiste Volumen in diesem Bereich getradet wurde. Was man nach einer Akkumulationsphase sieht, ist ein Ausbruch und eben oft, nicht immer, das sage ich jetzt ganz bewusst, diese Reakkumulationsphase ist nicht wirklich immer vorhanden, sie ist laut Lehrbuch vorhanden, aber muss jetzt nicht eintreten. Hier sieht man es schön, die Reakkumulationsphase, die wird meistens von der Smart Money Fraktion, wie man so schön sagt, die bereits in der Akkumulationsphase diese niedrigen Preise gekauft haben und die bereits im Profit sind, wird diese Phase genutzt, wenn der Preis zu schnell aus dieser Range entschwindet, den Markt gezielt nochmal mit den eigens aufgebauten Positionen nach unten zu drücken, um eben in den Bereich, wo man schon einiges an Positionen aufgebaut hat, nochmal Re zu akkumulieren. Und oft sieht man dann eben das folgende Verhalten, dass der Markt wirklich gezielt zu diesem Punkt des meisten Volumens nochmal zurückkommt. Und auf die nächsten Phasen werde ich jetzt nicht so genau eingehen, da die jetzt nicht wirklich so hilfreich sind wie die Akkumulations- und Distributionsphasen. Die Public Participation Phase ist einfach so eine Phase, die schon bereits fortgeschritten im Bullmarkt auftritt, aber jetzt eben noch nicht so fortgeschritten ist wie die Euphoriephase. Umgelegt auf den Bitcoin im Jahr 2017 war die Public Participation so im Bereich 8.000 bis 10.000 und die absolute Euphoriephase dann nochmal bei diesem schnellen Run von 10.000 auf 20.000, wo dann wirklich keiner mehr richtig glauben kann, dass es wirklich noch weiter steigen kann und wo dann auch wirklich diese blasenähnlichen Strukturen heranwachsen. Und wir kommen jetzt auch schon zur mitwichtigsten Phase in der Akkumulationsphase, nämlich die Distributionsphase, die immer das Ende eines Bullenmarktes, das Ende eines Bullenzyklus einleitet. Ihr müsst euch bewusst sein, dass die Leute, die während der Akkumulationsphase eben ihre Positionen akkumulieren, meistens oder eigentlich fast immer auf der Seite der Smart Money sind. Das heißt im Umkehrschluss, dass diese Leute auch sehr, sehr viel und sehr, sehr große Positionen in dieser Phase akkumulieren. Was im Umkehrschluss heißt, dass die auch
einiges an Gegenaufkommen brauchen, an Gegenliquidität, um ihre Positionen auch mal am Schluss einer Bullenphase, eines Bullenzyklus an die ja nicht so Smart Money zu verkaufen. Dementsprechend werdet ihr selten einen Markt sehen, der einen Bullenzyklus zeigt, der stark nach oben tradet und von einer auf der anderen Sekunde ja wie ein Stein ins Wasser fällt. Das wird es sehr selten geben. Das passiert eher bei sehr illiquiden Asset-Klassen, vielleicht noch bei Penny Stocks oder bei kleinen Pump-and-Dump-Altcoins. Aber eine Distributionsphase ist fast bei allen ja größeren Asset-Klassen, bei jeder jeglichen Asset-Klasse, die eine große Liquidität vor allem großes Volumen vorweist, gegeben. Einfach aus dem Grund, weil die Leute, die so tief eingekauft haben und weil die Leute, die sehr, sehr tiefe Taschen haben, ihre Positionen abstoßen müssen. Und genau dafür ist die Distributionsphase da. Wir schauen uns nachher an, wie die denn bei Bitcoin ausgeschaut hat. Und genau dafür wird die eben genutzt. Ich habe hier auch eine kleine Trendlinie eingezeichnet. Ich bin kein Fan von Trendlinien, aber bei parabolischen Phasen kann man diese Trendlinien oft verwenden, um zu sehen, wann denn diese Parabolie bricht. Das haben wir in dem Fall hier gesehen, auch mit einem schönen Retest. Das war es jetzt auch schon mit der Marktzyklusanalyse. Das Ganze heißt Dow Theory. Wenn ihr spezielles Interesse habt an den Phasen abseits der Akkumulation und Distribution, lest euch das Ganze am besten nochmal selber durch. Es ist jetzt wirklich sehr weit verbreitet. Es gibt dazu tausende Artikel und ist auch sehr bekannt. Wenn ihr da noch Fragen habt, stellt sie mir gerne auf Twitter oder auf Telegram. Aber ich würde sagen, wir gehen zum Wesentlichen und zwar zum Bitcoin-Chart. Wir sehen hier die Akkumulation am Ende des Bärenmarktes im Jahr 2014 und hier wieder ein ganz, ganz klassisches Beispiel für das Bärenmarktende für eine Akkumulationsphase. Die Akkumulationsphase hat hier konkret 291 Tage gedauert, hat sich wie gesagt wieder in so einer Range hin und her bewegt, ganz typisch für eine Akkumulationsphase, damit der Preis auch wirklich vom Average, vom durchschnittlichen Einstieg her so gedrückt werden kann und wirklich immer wieder reakkumuliert werden kann. Sehen wir solche Range-Phasen sehr, sehr oft am Ende eines Bärenmarktes. Zum Volumenprofil und wirklich zum wichtigsten Aussagepunkt dieses Videos gehen wir jetzt. Das Volumenprofil zeigt mir konkret das Volumen von diesem Bereich hier bis zu diesem Bereich hier oben an. Ganze Phase wird getrackt am Volumenprofil hier und wir sehen hier eindeutig, das meiste Volumen dieser kompletten Phase, dieser ewig langen Zeit, wurde während dieser Phase hier unten getradet. Was euch hier vielleicht gleich ins Auge fällt, obwohl der Anstieg und der Abfall in dieser Phase am langweiligsten war, verglichen 3 bis 4K Bereich 2019, haben wir hier am meisten Volumen bewegt. Hier war extrem viel Action, Preis nach oben, Preis nach unten, Preis nach unten mit massiven Pumps, massiven Dampf und wir haben fast kein Volumen gesehen. Also hier wieder ganz, ganz typisch, Akkumulationsphase, viel Volumen. Wenn ihr Akkumulationsphasen analysiert und wenn ihr Ende von Bärenmärkten oder Anfang von Bärenmärkten analysiert, dann geht es immer über das Volumen. Immer, immer, immer. Und wir bringen dazu jetzt auch gleich weitere Beispiele. Und wir switchen jetzt auch schon von der Akkumulationsphase zu der Distributionsphase. Ähnlich wie beim Gold sehen wir hier diesen Top, der eben die 20.000 damals markiert hat, mit diesem leichten Auf- und Abgetrade, ganz, ganz klassisch für eine Distributionsphase, einfach nochmal die Zeit nutzen, um seine Positionen abzustoßen, aber den Markt eben nicht zu schnell fallen zu lassen, da sonst eben durch Liquidationen, durch eventuelle Panikausbrüche der Markt zu schnell nach unten bricht und der Ausstiegspreis dann zu niedrig wäre. Hier ganz eindeutig das Volumenprofil wieder. Wir sehen hier, dass das Volumen ganz klar beim Abverkauf diktiert wurde. Im Umkehrschluss haben wir immer bei der Akkumulationsphase gesehen, dass die Einkaufsphase das Volumen diktiert hat. Und wir sehen jetzt hier ein ganz, ganz klassisches, ein sehr, sehr wichtiges Distributions-Bärenmarkt-Muster. Man sieht hier wirklich sehr, sehr gut den Umschwung zwischen der Bullenphase und zwischen der Bärenphase und wie das Volumen eben diese Phasen diktiert. Wir haben hier nochmal die Distributionsphase. Der Markt bricht hier drunter, testet diese Distributionsphase noch einmal und hier wäre dann wirklich der Zeitpunkt gewesen, alle Positionen in diesem Markt zu schließen. Natürlich im Nachhinein kann man das immer einfacher sagen, wie dann in der Situation tatsächlich. Wir sehen diesen Abverkauf und dieser Abverkauf ist jetzt entscheidend. Ich habe es euch hier eingezeichnet. Abverkauf mit riesigen Volumen. Jeder will aus diesem Markt raus. Was wir dann entsprechend sehen, ist dieser extrem starke Sell-Off von 11.600 auf 5.100 runter. 5.100 wird durch diesen Support gehalten,
Aber was sehen wir hier, oder was sehen wir hier besser gesagt nicht? Ich habe es nochmal eingezeichnet. Wir sehen absolut kein Volumen während dieses Bones. Während die Leute kaufen, haben wir kein Volumen. Im Gegenzug haben wir bei den Verkäufern ein riesiges Volumen. Was macht der Markt? Der Markt rennt noch einmal hier hoch, nutzt die Chance für die Leute, die hier nochmal ihre akkumulierten Positionen loswerden wollen. Und alle, die hier bereits verkauft haben, verkaufen hier nochmal rein. Und das äußert sich eben mit diesem Retest und mit diesem weiteren Sell-Off. Sehr, sehr wichtig. Und wir sind jetzt hier, die Akkumulationsphase 2019. Ganz, ganz klassisches Akkumulationsmuster. Range, die 136 Tage lang dauert, im Vergleich zum Jahr 2014, da haben wir 198 Tage sowas gehabt. Extrem hohes Volumen in dieser Range und das zu einem Zeitpunkt, wo sich kein Schwein für den Bitcoin interessiert hat, außer die Leute, die jetzt extrem tief in Profit sind und eben in dieser Phase ihre Bitcoins akkumuliert haben. In dieser Phase wurde so ein unfassbar hohes Volumen getradet und eben, wie gesagt, in einer langweiligen Marktphase. Der Markt ging von 3.000 auf 4.000, es gab keine Nachrichten, es gab gar nichts, aber die Zeit wurde zum Akkumulieren genutzt und hier sieht man auch ganz schön, absolut kein Volumen mehr vorhanden beim Abverkauf und dementsprechend sind wir hier auch durchmarschiert, als wäre das gar nichts. Es wäre auch hier gut zu kommentieren, warum hier so wenig Resistance war, einfach aufgrund des Volumenprofils. Wo kein Volumen getradet wurde, kann auch keine Resistance sein. Und um das Wissen zu festigen, machen wir jetzt direkt weiter mit einigen extrem guten Beispielen von Akkumulation und Distribution. Hier konkret der Ethereum-Chart im Jahr 2017 war das, glaube ich, zwischen Mai und eben November, Dezember sowas. Die Akkumulation vor dem großen Run, das heißt der Bereich 200 bis 400, bevor wir dann Richtung 1500 ausgebrochen sind. Klassisches Muster, Range 180 Tage lang. Wie gesagt, das ist die klassische Zeit im Kryptomarkt. 2014 waren es 190 Tage, 2019 beim Bitcoin 140 Tage sowas und jetzt eben 2017 Ethereum knapp 180 Tage. Das heißt, um die Zeit nehmen auch ein wenig aneinander zu reihen. Der Kryptomarkt akkumuliert wesentlich kürzer als die traditionellen Märkte, wo so eine Akkumulationsphase auch mal 4-5 Jahre dauern kann. Wir sind hier wieder konkret, klassisches Muster, extrem viel Volumen am Boden, kein Volumen mehr auf dem Weg nach oben, was uns dann auch zum Verhängnis wurde, da eben der Preis danach keine Support mehr gesehen hat, da wir einfach hier das ganze Volumen akkumuliert haben und dann hier raufgerauscht sind mit wenig Volumen. Ganze auf der nächsten Folie ansehen, den Umschwung des Bärenmarktes, die damalige Akkumulationsphase hat hier auch als Support wieder gedient, die auch dann zum Run auf die 800 Dollar geführt hat, das heißt Akkumulationsphase, die wieder getestet wird, ist auch sehr wichtig. Hier wieder komplett gleiches Muster wie beim Bitcoin, wir haben hier Distribution, wir haben hier einen Kauf mit sehr, sehr wenig Volumen im Vergleich bei Akkumulation, den Kauf mit sehr hohem Volumen, der Markt geht hier hoch. Der Markt kauft ab mit extrem hohen Volumen. Wir haben hier einen Abverkauf mit diesem Point of Control. Das heißt, wir haben extrem viel Interesse, diesen Markt zu verkaufen. Der Markt geht hier nach unten. Der Markt kommt zurück in diese Phase, wo am meisten Volumen getradet wurde und geht sofort wieder nach unten. Das nächste Beispiel wäre im Silbermarkt. Wir haben hier im Silbermarkt eine relativ kurze Akkumulationsphase. Wobei man diesen Bereich hier auch schon als Akkumulation deuten kann mit einer Reakkumulation hier. Klassisches Muster, viel Volumen am Boden, Markt geht nach oben. Hier wird der Markt extrem dünn, kein Volumen mehr vorhanden, kein Support nach unten. Distribution, Markt geht wieder nach unten. Seht ihr hier? Ganz klassisch, wir hatten hier auf dem Weg nach oben einfach kein Volumen mehr, das uns oben halten kann. Wir haben hier eine Distributionsphase, die Smart Money nutzt die Zeit, um ihre Positionen abzustoßen. Dump Money kauft ihre Positionen, der Markt geht nach unten. Wir haben hier dieses riesige Volumen, das abverkauft wird. Markt kommt zurück und wir haben diesen Abverkauf. Hier ganz interessant zu sehen, dieser Bereich, der hier abverkauft wurde, der so schnell fällt, hat einfach damit zu tun, dass in diesem Bereich vorher absolut kein Volumen getradet wurde. Und um das Ganze jetzt noch abzuschließen und meine These abzurunden, warum ich glaube, dass wir 2020 ein neues All-Time High sehen werden, habe ich mir den 2013er Bärenmarkt-Chart nochmal angesehen, da hier wirklich einige Parallelen auch sind zum Jahr 2019. Wir haben hier diesen Floor geformt, der hier gehalten hat, das riesige Volumen hier, was jetzt nicht so klassisch für eine Akkumulationsphase ist, hat uns nach unten gekappt, wir brechen hier aus, testen diesen
Punkt nochmal und sehen dann diese riesige Rallye nach oben. Das ähnliche Muster haben wir eben auch im Jahr 2019, wenn wir das Volumenprofil ein wenig anders anziehen. Wir haben in diesem Bereich, bevor wir diesen Bereich gesehen haben, nämlich die Akkumulationsphase, extrem viel an Volumen im Bereich 6000 getradet und auch der Abverkauf war bis zu dem Zeitpunkt hier der Bereich mit dem größten Volumen im Kryptomarkt. Das heißt, wir hatten hier diesen Abverkauf, der Markt hat diesen Floor so lang respektiert, hat diesen Bereich abverkauft. Wir kommen zu diesem Punkt zurück, wo das meiste Volumen getradet wurde. Wir testen den und gehen sofort wieder nach oben. Das heißt für mich, wir haben sehr, sehr viel Nachfrage an der Seitenlinie und auch sehr viele Käufer, die in diesen Markt einsteigen wollen. Hier nochmal konkret das Beispiel 2013 zu 2014, was mich einfach zu dem Entschluss kommen lässt, dass diese Akkumulationsphase bereits den nächsten Schritt für den nächsten Bullenmarkt einläutet und dass wir auch 2020 unter Umständen des Halvings meiner Meinung nach den neuen Bullenmarkt sehen werden. Das ist jetzt nur meine These, die ich für mich so formuliert habe und wo ich auch für mich die Level ja formuliert habe, wo ich gern mehr Bitcoin kaufen würde und auch Level, wo ich mein Risiko reduzieren würde. Das heißt, ihr sollt aufgrund dessen jetzt auf keinen Fall irgendwie all in gehen oder irgendwie jetzt nur wegen der Analyse von mir Bitcoins kaufen. Das ist nur meine eigene Meinung. Es ist auch nur ein Szenario, was ich auf dem Schirm habe. Ich weiß genau, wann dieses Szenario nicht mehr funktioniert und ich weiß auch sehr genau, wie ich mein Risiko ändern muss, falls dieses Szenario nicht mehr eintritt. Ich habe mich jetzt in diesem Video mehr auf die Akkumulation gesprochen, Akkumulation beschränkt, wie wir dann genau aufs neue All-Time High kommen und was für einen Weg wir gehen müssen und wie ungefähr die Targets sein werden. Auf das werde ich in einem anderen Video zurückkommen und ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Chris.